dem Skibus direkt vor das Kui Alpin Hotel. Herrlich, das war ein super Skitag heute. Grüß euch. Habe die Ehre. Sehr schön, nur zum Empfehlen. Wunderbar. Alles klar, pfiat euch, ciao. Steht da, glaube ich, direkt auf der Langlaufpiste. Da werden sie mir schimpfen, dass man das kaputt macht. Und da oben steht er. Der Dachstein. Und Loch da oben. Herrlich. Imposant. Unglaubliche Sache. So viel Schnee da, das ist unglaublich. Ich glaube, jetzt gehe ich auf einen Kaffee. Auf die Terrasse des Hauses. Vielleicht gehe ich noch rodeln. Das kann auch sein. Der Herr Mayer, der Herminator. Ich tue es ja nicht. Ja. Hallo, servus, hallo. Freut mich. Man muss dazu sagen, der Herr Mayer und der Rainer Schönfelder sind beide die Initiatoren der Koi Alpin Hotels. Genau so ist es. Was steckt dahinter? Was habt ihr euch denn da ausgedacht? Bei unserem Konzept ist sicherlich das Besondere, dass man auf Sport und Familie abzielt. Ja. Und das, was heraussticht, glaube ich, sind unsere Familienzimmer. Das heißt, also zwei getrennte Doppelzimmer mit einer Verbindungstür, dass man doch gewissermaßen auch seine Ruhe hat. Ja. In der Nacht der Familie. Als Suite genau, zusammengelegt und trotzdem zusammengelegt ist, ja. Das Ganze. Und was uns auszeichnet, ist einfach der Standort, die sportlichen Aktivitäten in unmittelbarer Nähe. Das heißt also, der ganze Wellnessbereich liegt einem draußen zu Füßen, sei es Skifahren, sei es Langlaufen oder Sommeraktivitäten. Das, glaube ich, ist das, was ist auch ein tolles Design hier, wenn man sich so umschaut. Halt. Der Rainer. Grüß dich, hallo. Hallo. Toll, beide. Alpiner Charakter, was wir da rein zaubern wollen, ist klar, wo man in einer ländlichen Gegend ist, passt es. Optimal daher. Die Effizienz von so einem Hotel? Effizienz ist uns sehr wichtig, damit man eben die Zeit nicht mit großem Schnickschnack verbringt, sondern die Zeit eigentlich draußen verbringt in der Natur. Das ist uns ein Anliegen, es war uns schon früher ein Anliegen in unserem Sport, weil der ist natürlich auch, findet im Freien statt. Du hast es gerade schon gesagt, Dachstein, das habe ich mir ja ausgesucht, deswegen bin ich ja hier. Und als begeisterter Skifahrer, ich habe das Tourenski-Gehen jetzt für mich entdeckt. Kann ich das hier auch machen? Ja. Selbstverständlich. Also im Haus selber kann man sich alles ausleihen. Wir haben einen Skiverleiter, man kann sich auch Turnski ausleihen. Aber was man sich nicht ausleihen kann, ist die Kondition. Also den muss man mitbringen, weil der Dachstein ist hoch. Ja. Cool. Ich brauche noch ein Autogramm von euch beiden, wenn ich euch schon treffe. Bitte sehr. Ja, nein, so, Hermann, jetzt werden wir uns aber ins Skigewandel haben. Ja, ich auch. Und dann gehen wir Skifahren. Genau. Ja, alles klar. Vielleicht viel Spaß. Schönen Skitag, gell? Ja, gleichfalls. Am Gipfel. Danke. Alles klar. Ja, genau. Gut. Ich schaff's. Tschüss. Bis später. Geht euch. Ciao. Ja. Oh, einige. Grüß Gott, Herr Direktor Simon. Grüß Gott, Romana. Schön, Sie zu sehen. Ich habe immer wieder ganz spezielle Fragen von unseren Gästen, was die Besonderheiten an unserem Hotel sind. Das fängt bei uns beim Einchecken an. Da kriegt der Gast einen Koi Alpin Taler. Ja. Den kann einlösen bei uns an der Bar und zusätzlich hinter mir der direkte Einstieg in die Loipe, auf unsere Sonnenterrasse. Weiters haben wir dann den Blick zum Gosakam, unsere E-Station und zugleich auch direkt den Shop, wo wir Liftkarten buchen können, Skischule buchen können und dann direkt vom Skistall zum Bus ins Skigebiet. Sehr gut. Dann danke. Schönen Tag wünsche ich dir. Auch einen schönen Tag. Ah, guten Morgen. Ich bin hier beim Frühstück im Koi Hotel. Sieht doch toll aus. Hm? Das ist der Bernhard. Guten Morgen. Guten Hallo. Morgen, Bernhard. Das ist Bernhard Hörl. Er ist hier der Küchenchef und verantwortlich für alles. Was kannst du mir heute Morgen empfehlen? Ja, ich starte vorweg gleich mal unser Porridge. Dann könnten wir schon auf unsere Smoothie-Ecke. Tolle Smoothies.
Müsli, Brot, das frisch aufgebacken wird oder auch unsere Semmel, die von einem heimischen Bäcker geliefert werden. Ja. Und dann tolles könnten wir auch natürlich unser Ingwerwasser oder Zitronenwasser. Und dann könnten wir eigentlich schon mit unserem Wurstsortiment und Käsesortiment schon mal ein richtiges Frühstück starten oder mit Rühreiern frischen. Wenn ich heute nicht auf die Piste gehe, heute Mittag werde ich versorgt? Es gibt auch Mittag eine kleine Karte, unter anderem mit unseren Spare Ribs oder unseren Burger. Und regionale Produkte? Natürlich alles regional. Unsere frischen Frankfurter Würstchen von unserer heimischen Metzgerei da vorne. Und dann heute Abend, womit werde ich überrascht? Ganz speziell heute Abend gibt es unser Lachsforellenfilet, das wir aus der Gosau beziehen, von einem heimischen Züchter. Das ist wirklich eine tolle Sache. Fantastisch, hört sich ja super an. Dann werde ich mal das Porridge probieren und dann jetzt ab auf die Piste. Dann sehen wir uns heute Abend. Sie auch gut gestärkt dann. Ja, danke. Danke. Oh, schönes Zimmer. Oh, hier, guck mal. Der Hermann Mayer und der Rainer. Wahnsinn, wie viel Platz? Ja, das ist ein Familienzimmer. Wir sind relativ gut ausgebucht, deswegen kriegen Sie jetzt ein Familienzimmer für einen Aufenthalt bei uns. Ja, oh, sieht toll aus, schöner Charakter. Das ist auch ein ganz besonderes Zimmer, weil da hat man direkten Ausblick auf das Skigebiet Dachstein West. Und da kann man gleich im Bus reinsteigen und aussteigen und ins Skigebiet. Das ist der Gosau-Grat dahin, ist ja, sehe ich schon die Gondel. Fantastisch. Das ist ja genau, also wie ich das so auch gelesen habe im Prospekt. Das, was man braucht, Skifahren, schöne Übernachtungsmöglichkeit, gutes Essen, aber ansonsten draußen leben. Ja. Und die Bettwäsche ist eben allergikergerecht und wir haben auch barrierefreie Zimmer im Hotel für Rollstuhlfahrer. Schön. So. Dusche, Toilette. Dusche, WC getrennt, genau. Ja, ich glaube, ich werde mich wohlfühlen. Herzlichen Dank. Dann geht's morgen auf die Piste. Schönen Urlaub. Ja, danke Ihnen. Da ist noch jemand. Grüß dich. Hallo. Katharina, ja, richtig? Ja, genau. Jetzt bin ich hier im Wellnessbereich vom Kui Alpin Hotel. Ja? Genau, ja, ist richtig. Was habt ihr hier für Saunen für mich denn? Wir haben eben, das sind beides Zirbensaunen. Ja. Die Zirbe, die ist für die Gesundheit sehr gut. So einatmen? Genau, gerade in der Sauna, wo es dann dampft und so, da kann man das alles richtig schön aufnehmen. Und wir haben eben eine finnische Sauna und das andere ist eine Dampfsauna. Wenn ich jetzt nicht Skifahren bin und ein bisschen Sport machen will, gibt es da auch irgendwas? Ja, wir haben da einen Fitnessraum, da kannst du noch ein bisschen sporteln und dann Wellnessen. Alles im Preis, glaube ich, drin. Genau, ist alles im Preis. Und habe hier auch eine kleine Verköstigung. Genau, das Erfrischungsgetränk und das Obst und es gibt da einen Tee, verschiedene Teesorten zur Auswahl. Perfekt, also. Ich bin hier gerade reingekommen und überwältigt, was für ein toller Ausblick hier ist. Das ist, da müsst ihr mal rüberschauen hier. Ja. Hammer. Ja, das ist der Gosaukamm. Das ist, glaube ich, der schönste Ausblick, was man hat im ganzen Jahr. Ja. Ich glaube, da werde ich mich mal kurz hinsetzen und das ein wenig genießen und danach in die Sauna. Gut. Schönen Tag. Gleichfalls, danke dir. Wir befinden uns hier in unserem Seminarraum in Gosau im Kui Alpin Hotel. Wir haben hier gerade eine Veranstaltung, die jetzt gleich beginnt, mit 50 Personen bestuhlt. Und hier auf der Seite haben wir auch noch ein Buffet, was für den ganzen Nachmittag angerichtet ist bis zum Abend. So, wow, was für ein Ausblick. Hammer. Da ist ja wohl auch mein Skilehrer. Servus, Willi. Hallo, grüß dich. Grüß dich auch. Meine Güte, das ist ein Ausblick hier oben. Traumhaftes Wetter heute, ja, oder? Ich glaube, hier Wahnsinn. Auf der Zwieselalm. Was immer. Wir stehen direkt auf der Zwieselalm auf 1581 Metern. Einer der höchsten Punkte bei uns im Skigebiet Dachstein West. Wenn ihr da mal rüber guckt, da drüben der Dachstein, das größte Massiv. Ganz genau. Absolut wahnsinnig. Der hohe Dachstein im Vordergrund liegt exakt auf 3000 Metern Seehöhe, davor der Gosauer Gletscher. Was haben wir heute vor? Wir werden heute die gesamte Panoronda, sprich das gesamte Gebiet abfahren. Ja, einsteigen werden wir allerdings vorne beim Hornspitzlift, beim Hornspitz Express. Das heißt,
drüben komme ich von Gosa, kommen wir hoch. Ganz genau. Und dann, wo geht's weiter? Dann fahren wir rüber über die Ätalm direkt hierher. Aha. Zur Zwieselalm und dann fahren wir weiter westlich, wenn wir da rüber schauen, Richtung Annaberg. Da ist Annaberg, okay, verstehe. So. Ich interessiere mich auch so ein bisschen jetzt neuerdings für Tourenski, finde ich ganz super. Geht das hier auch eigentlich? Absolut, wir haben da Traumgebiete vom Leichten bis zum Schweren. Ist alles möglich, bis zum Hochalpinen, Gosau-Kamm und eben die Gebiete des Dachsteins. Und Kaiserwetter heute, wenn ich meine Familie mitbringe, die Skischule von euch, was gibt es da alles so? Wir bieten grundsätzlich alles an, vom Anfänger bis zum Fortgeschrittenen, im Kinderbereich wie auch im Erwachsenenbereich, aber auch Snowboardunterricht bzw. auch Langlauf, vom Einsteiger bis zum Fortgeschrittenen. Ich bin auf jeden Fall begeistert und möchte jetzt loslegen. Lass uns die Sachen holen, ihr schaut nochmal. Dann starten wir, ja? Los geht's. Das Kui Alpin hinter mir, das habe ich ja gefunden. Dank Navi ist das überhaupt kein Problem. Salzkammergut bin ich in einem wundervollen Tal bei strahlendem Sonnenschein. So stelle ich mir Österreich vor. Aber wo ich genau bin, da kommt jetzt jemand, das ist der Willi Weißenborn. Hallo, servus. Grüß dich, servus. Grüß dich, servus. Wunderschön. Wo bin ich denn aber genau hier? Du bist hier im Salzkammergut in Gosau am Dachstein, ja, auf 750 Metern Seehöhe, okay, gelegen. Direkt westlich gelegen der Gosau-Kamm mit seinen massiven Gebirgen. Rechts daneben sieht man das Skigebiet Dachstein West, das etwa 160 Pistenkilometer beinhaltet. Wenn ich unterbrechen darf, da müssen wir mal rüber gucken. Das ist ein wahnsinniges Panorama, der Gosau-Kamm in diesem Tal als Abschluss eingebettet. Wahnsinn. Was kann man da oben machen? Was kann man hier überhaupt sportlich machen? Grundsätzlich natürlich der alpine Skilauf, wie gesagt, etwa 160 Kilometer. Ja. Gesamtlänge. Im Talbereich das Langlaufen, Skating, wie auch die klassische Technik. Wir stehen hier direkt auf der Loipe, führt am Hotel vorbei. Ich kann von der Sonnenterrasse einsteigen, direkt wieder aussteigen, wenn ich genug habe. Fantastisch. Ganz, ja, genau. Infrastruktur von dem Ort? Das Kui Alpin ist relativ zentral gelegen, das, ja, heißt, man hat gleich Einkaufsmöglichkeiten bzw. befindet sich auch das Hallenbad gleich in der Nähe. Super. Ich freue mich auf die nächsten Tage. Lade dich jetzt erstmal auf einen Kaffee ein. Und dann schauen wir weiter. So machen wir es. Super.